Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. Ja, ob wir diese Folge hiermit fertig werden mit dem Badezimmer, weiß ich nicht. Vor allem, da wir jetzt auch noch andere Gebietchen hier mit reinbringen. Was wir auf jeden Fall schon mal machen können, ist Oberflächen glätten. Ja, ihr kennt's, ne? Immer dasselbe. Tausende Oberflächen glätten. Doch, wie ihr seht, ich kann tausende von Oberflächen glätten. So, hier geht es dann runter im dem Bergbaubetrieb. Hier kommen dann die Lagereinheiten hin und die Steineinheiten. Vielleicht muss ich das Lager größer machen. Wäre ganz praktisch, theoretisch. Wenn hier rein dann die Steinarbeit kommt. So, dann kommt nämlich der hier. Wo ist er denn? Der kommt dann hier rein. Warte, den gibt's doch bestimmt auch als elektrischer Steinmetztisch. So, Elektro-Stone-Cutter, den gibt's doch. Wo ist er denn? Was, der ist schlecht? Der wird abgelehnt. So, dann könnten wir hier auch die Steinziegel lagern. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs, sieben, acht. Neun, zehn. Ein bisschen größer der Raum, wa? Sollen wir dann auch direkt Zement da reinklatschen? Okay. Hätte nicht gedacht, dass der so empfindlich ist. Dann können wir den Kunstraum hier noch mit reinnehmen. Dann
Dann lassen wir hier einen Gang, hier in die Mitte. Wie viele von den Dingern kriege ich denn hier rein? Oh, ich kriege gar nicht so viele rein. Vor allem nicht symmetrisch. Außer wir machen hier die Wand weg. Wenn die Wand mit weggeht, dann wird sie da passen. Das ist aber gar nicht gut, dass hier so viele Tote rumhängen. Wo ist denn jetzt das Silbererz gelandet? Nett. Da beschwere ich mich auf jeden Fall nicht. Aber Micha, ich glaube, du musst hier nochmal jetzt ein bisschen Platz machen. Ich habe lange keine mehr Therapiesitzung gesehen. Geht's allen gut? Scheint so. Wir kriegen so viel auf jeden Fall, sehr viel leichte Dino. Dingens. Ah, da kommen jetzt die ganzen Leichen. Sehr gut. Drauf habe ich gewartet. Habe ich ihm nicht... Ah, ne, ich habe daneben gedrückt. So, was hier auf jeden Fall noch hin muss, ist so ein Kunsttisch. Hier so ein Künstlertisch. Den hätte ich auch gern hier. Und eine Zementmaschine. So, die Dinger tue ich dann schon mal hier hinlegen.
Wo ist der Zementmischer? Sind da auch noch Bauteile. Egal, Bauteile können wir gebrauchen. Die holen wir aus der Wand raus. Hier können wir eine Sandsteinmauer hinsetzen. Brauchen wir keine Schiefermauer mehr. Ich habe noch genug Sandstein. Man muss dazu sagen, hier die Mauer ist noch nicht gebaut. Oh! Pascal legt aber schon mal los. Verdammt! Egal. Mehr Ressourcen schadet nie, also nicht beschweren. Das waren ja jetzt 10, ne? 4, 6. Wir erweitern den Raum einfach noch um 1. Dann kann ich auch Zement da einlagern. Oder wir machen für Zement einen Einertisch. Wenn einer spinnt. Wir können Kunst herstellen. Oh lol, der ist fertig. Okay. Den reißen wir dann weg. Den schlechten Stuhl auch. Genauso wie den hier. Komm, baut die Wände am besten direkt wieder zu. Wofür brauchst du den Stahl? Achso, Jack Black will tragen. Dann soll er tragen. Finde ich okay. Thank you.
So viele Baustellen. Wir kommen da gar nicht hinterher. Ja, ist auch nur, weil Mike wieder am Schlafen ist. Guck mal, Ismael ist hier gebuggt. Das ist natürlich doof, ne? Ist hier fast verhungert, weil er hier am Rumbuggen war. Ist hier noch einer am Buggen? Nee. Ich glaube, die anderen funktionieren. Moment, das war ein Quest. Naja. Uranyl, du musst doch mal wiederkommen zum Kochen. Geht ja gar nicht voran hier. Guck dir Pascal an. Pascal arbeitet wenigstens. Er ist nicht der beste Konstrukteur, ja. Aber er kann hier richtig gut ballern. Guck dir das an. Da macht Bambi sogar Rauchblatt draus. Wo tust du die denn hin? Ach, da liegen sie. Wird hier denn noch gehämmert? Ah, hier oben. Das Silber. Wir hatten lang keine Händler mehr. Gut, die müssen ja auch erstmal das Wasser überqueren, ne? Kann man den nicht hier mal wegmachen, bevor der hier die Beulenpest auslöst? Der ist gar nicht skelettiert. Ich glaube, ich muss mal Leichenverbrennungsanlagen erstellen hier. Wo ist denn das Krematorium? Sollen wir das auch hier reinsetzen? Nee, oder? Hat ja hier nichts mit Leichen zu tun, aber es muss irgendwie überdacht werden. Dieses Spiel. Hast du das schon mal gesagt?
Und das Spiel hasst mich. So, die Jellypots würde ich gerne zähmen. Bambi. Ich brauche unbedingt ein Krankenhaus. Ich brauche so vieles. Ich muss so vieles gleichzeitig bauen. Es war zum Glück nicht so ein großer Angriff. Deswegen war das eigentlich ganz... Ist alles gut gelaufen. Wir haben schon größere Angriffe hinter uns gehabt. Alter, es fehlt ein Auge, ein Ohr. Hat nicht irgendeiner auch ein Bein verloren? Daniel braucht ein Bein. Wir brauchen Lunge. Hatten wir nicht ein Bein auf Vorrat? Ich meine, ich hätte ein Bein auf Vorrat gehabt. Linkes Bein fehlt. Wurde wahrscheinlich geklaut oder wurde kaputt gemacht. So, hier werden keine Tierleichen gelagert. Hast du jetzt eigentlich schon ein Holzbein? Nee. Ich habe die gehört, dass ich mich so aufgeregt habe und haben deshalb mir nur einen schwachen Angriff gegeben. Und dann so gesagt so, oh okay, dann geben wir ihm noch ein bisschen. Wenn der so schwach im Nehmen ist. Wo war denn jetzt das Krematorium? Krematorium. Ist das ein elektrischer? Ja. Ich wollte gerade sagen, den muss ich sonst bestimmt nochmal irgendwann neu bauen. Ein Lagerplatz.
Wie kann das sein? Kolle die Bilder raus. So, und dann gehen wir mal in die Brocken rein. Die Brocken, die wir am meisten brauchen, kommen natürlich nach links. Wo sind die denn? So. Als allererstes machen wir Schiefer. Dann machen wir Sandstein. Dann machen wir Kalk. Dann machen wir Granit. Dann machen wir Marmor. So. Koralle. Kark. Matt. Obsidian. Rosa. Zement. So, und dann machen wir hier die Blöcke raus und lassen nur die Blue Crystals und die Eisblöcke. So, Koralle. Das ist ja dann, wenn ich hier irgendwas abbaue, ne? Korallenblock. Keine Ahnung. Hier sind noch Bauteile. Die hole ich mal. Sind ein bisschen weiter weg, ich weiß. Aber dann sind sie da schon mal weg. Okay, keiner, der bauen kann, der tut irgendwas. Kein Wunder, dass es hier nicht vorangeht. Oh, hier sind auch gute Bauteile vorkommen. Lass uns wieder Platz schaffen. Aber das Lager ist bald voll. Nur weil wir keinen Koch haben. Oha. Da wird jetzt massig an Trockenfutter noch hergestellt.
Gut, aber dann würde ich sagen, war es das jetzt auch für diese Folge und jetzt lassen wir die erstmal arbeiten. Also bis dann.